Hallo? Hallo? Ist das an hier? Ja, scheint so. Hallo. Ich bin Alex. Ich habe mal vor 4 Jahren auf diesem Kanal hier ein paar Videos gemacht. So ungefähr circa ein Jahr. Und ja, jetzt haben wir 4 Jahre später. Und hier bin ich wieder, ey. Das ist gerade super spontan, weil ich habe keinen Bock mehr, irgendwie ein Skript zu schreiben oder so. Ich weiß auch gar nicht, was ich genau ich sagen will, aber ich dachte, bevor ich jetzt wieder normal anfange, jetzt, oder was heißt normal? Mein Plan ist es, wieder Videos zu machen. Spoiler, Spoiler. Nur ich dachte mir, komm, ich sag nochmal vorher was, bevor es jetzt losgeht, weil es doch eine kleine Umstellung ist. So, 4 Jahre später, da bin ich wieder. Und zwar habe ich vor ein paar Wochen angefangen, Valorant zu spielen. Und eigentlich habe ich, als ich den Trailer gesehen habe, mir so gedacht, nee, das ist nicht so mich. Mir hat den Kevin gezeigt, Bomb has been defused, vielleicht kennt ihn der eine oder andere, ich gehe mal davon aus. Und ich meinte so, nee, mit den Fähigkeiten und so, das ist wie Overwatch, das gefällt mir nicht, habe ich keinen Bock drauf. Und er so, gib dem Spiel doch eine Chance, wenn das rauskommt, lass mal testen, ist eh kostenlos und dann schauen wir mal, wie es ist. So, und dann irgendwie plötzlich kam so Closed Beta, ich sehe so, alle spielen das, alle streamen das und so weiter und so fort. Und ich dachte mir so, okay, komm, probieren wir es mal. Und ich muss sagen, die erste Runde war richtig scheiße bei mir. Die hat auch gar keinen Bock gemacht, ich sage euch ganz ehrlich. Da habe ich böse auf die Schnauze bekommen und hatte auch keine Lust auf das Spiel mehr. Aber ich habe dem Spiel noch eine zweite Chance gegeben. Und die zweite Runde hat mich schon direkt mehr gepackt, weil da habe ich dann mit Premates gespielt und dann ist das alles direkt schon viel besser gelaufen und man hat Kills gemacht und man hatte Bock am Spiel. Und keine Ahnung, dann haben wir mehr gespielt und ich hatte so richtig, ja. Ich hab Bock auf das Spiel, so, wisst ihr? Und ja, keine Ahnung, wie lange spiele ich jetzt das Spiel? Auch nicht so lange, so 1, 2, 3 Wochen oder sowas, irgendwie so in der Art. Aber ich habe aktuell Spaß in dem Spiel und plötzlich, mir kamen so beim Spielen, kamen mir immer so Ideen, was man für YouTube-Videos machen kann. Und ich dachte mir so, ich hätte schon eigentlich wieder Bock. Ich hätte Bock, da was zu machen. Vor allen Dingen, es ist extrem CSGO-ähnlich. Es ist zu, keine Ahnung, 95% würde ich fast sagen, CSGO und 5% noch irgendwie Comic draufgeklatscht, so. Ein bisschen CSGO mit Comic und dann, ja, hat man Valorant, das macht Bock. Und auf jeden Fall habe ich dann überlegt und ich habe überlegt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mit Bomb has been defused geredet und meinte so, was, dies, das, wie sieht's aus? Und er meinte, er hätte auch Bock. Und dann, ja, haben wir ein bisschen so darüber geredet. Und hier nichts, dir nichts, habe ich einen Trailer, einen Teaser fertig geschnitten, habe ihn hochgeladen und jetzt sitze ich hier und nehme dieses kleine Commentary, Ankündigung, Erklärungsvideo auf, was auch immer das hier ist. Ja, und hier sind wir. Hier sind wir. Also in den nächsten Tagen werde ich vermutlich den Kanal ein bisschen mit Valorant-Content fluten. Ich habe mir da schon Gedanken gemacht, was ich für Videos machen könnte. Und das wird in den nächsten Tagen kommen. CSGO vermutlich dann erstmal nicht mehr. Zumindest, ja, nicht hauptsächlich. Ich habe zwar noch einen Ordner mit rund 200 GB CSGO-Material, mit Clips und so weiter und so fort, den ich eigentlich verwenden wollte. Aber das ist jetzt auch schon wieder, ja, die Clips sind auch 4 Jahre alt, die kann ich jetzt eigentlich auch nicht mehr verwenden, obwohl da echt teilweise noch lustige Sachen dabei sind. Mal gucken, vielleicht kann ich das irgendwo irgendwie noch ein bisschen Easter Egg-mäßig einfließen lassen. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, also, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, ich meine, es ist jetzt 4 Jahre her, dass mein letztes Video da war. Ich weiß gar nicht, ob noch jemand von damals da ist und überhaupt. Man muss überlegen, mein letztes Video ist 4 Jahre her. Hat überhaupt jemand 4 Jahre lang denselben YouTube-Account? Und naja, also die paar Leute, die mich noch abonniert haben. Also, wenn irgendjemand von damals das Video hier noch sieht, dann sei gegrüßt. Ich freue mich. Ich würde mich auch freuen, wenn du Valorant eine Chance gibst und ja, ein, zwei Videos anschaust, die ich jetzt machen werde. Wenn du aber nur für den CSGO-Content da warst, kann ich das auch verstehen. Der wird jetzt aber erstmal auf der Strecke bleiben. Ja, schauen wir mal, ob wir den Kanal hier nochmal ein bisschen ankurbeln können. Oder ob da nichts mehr geht. Aber ich habe Bock, Videos zu machen. Das war schon immer meine Priorität, einfach ein bisschen sich kreativ auszuleben. Und das werde ich machen. Und da habe ich Bock drauf. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, macht's gut, habt noch einen schönen Tag und bleibt sauber.